Es folgt eine Durchsage für den letzten Part. Ja, und wie ihr seht, haben wir 23 Energiezellen und 23%, also haben wir fast schon ein Viertel erreicht von einem Fünftel. Das war die Durchsage zu Part 7. Jetzt folgt Part 8. Ding, 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 ding. Hallo und herzlich willkommen zu unserem 8. Part, zu dem Let's Play. Jack und Dexter sieht die Cursor Legends. Yeah. Schon wieder ausgesprochen. Schlatt. Wow. Ich da fällt mir jetzt fast der Controller runter. Gut, weiter geht's mit dem Let's Play. Nachdem wir jetzt die ersten 30 Sekunden für den Arsch haben. Aber auch nur wegen der ollen Durchsage von unserem Nachrichtensprecher hier. Hier, Günther. Komm her, Chris, gleich einen auf den Arsch. So, gut. Nein, also wir haben keine Drogen genommen oder sowas. Nein, noch nicht, ne? Nee, wir waren nicht in unserer privaten Asservatenkammer. Siehst du auch die bunten Lichter? Ja, und ich sehe Tiere, die mit mir sprechen wollen. Hallo, Joker. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab fast das Speaker auch vergessen. Der, die, das? Also nicht der? Nee, das, die? Ich hab keine Ahnung. Das Speaker auf. Den? Den P-Cursor Ops. S-P-Cursor Ops. P-Cursor. Esther. Einfach P-Cursor. Esther wegen. Nicht der, die das, einfach P-Cursor. Ja, jetzt erzählt ihr uns eigentlich erst, das war 45 Energiezellen für die scheiß Schwebemaschine. Oh. Ja, da habt ihr gerade wieder den Orakel gesehen. Das Orakel. Das Orakel. Das Orakel. Ja, jetzt labert die Geologin uns voll, dass wir uns gegenseitig in den Popo ficken sollen, weil sie Geologin ist und sie gerne in unsere Höhle eindringen will. Nein. Doch, ja, weiß nicht. Nein. Keine Ahnung. Sie will in unsere Höhle. Nein, sie will, dass wir die scheiß Blitzmaulwürfe, die von den Lurkern an die Oberfläche getrieben wurden. Zücht die! Dass wir die wieder unter die Erde treiben. Dass wir es mit denen unter der Erde treiben. Man muss es treiben, Mann. Los, alles fangen. Muss man treiben, ja, ne? Die Lurker treiben die Blitzmaulwürfe hoch, wir müssen die runtertreiben, wir müssen die abtreiben. Wir müssen die Ochsen wieder ins Pferch treiben, wir müssen. Ja, was Energiezellen antreiben. Womit müssen wir es nicht auch alles treiben, ey? Und wisst ihr was? Ja, oh Mann, also, ey. Wir sollen ihr jetzt ja auch noch 90 Peak Hörder aufgeben. Ja, mach doch. Nein, Mann! Ich will die 2000 haben, ey. Und wir haben jetzt 460. Sind das 2000 alle, oder was? Ja, Mann. So, guck mal. Aircraft-Zoomer mit Hitzeschutzschild. Das heißt, wenn da jetzt Lava ist, kann das uns nicht anhaben. Bis zu einer Temperatur von 500 Grad. So. Ey, gehst du da wohl... Danke. Lurker, 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 Lurker. Dunkles Echo. Lurker, 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 Lurker. Wow, fette dunkle Eco-Kisten. Yay. Du verlierst die Hälfte. Vergiss die Hälfte. Vergiss. Ja, das ist mir auch egal. Ich flieg dann gleich sowieso nochmal lang. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Warte. Moment. Moment. Ich hab dich gleich. Ja, nicht. Ja, komm. Ich bin schneller als du. Voll um die Kurve gepaced, ey. Voll driftet. Nein! Oh, da wäre ich fast drauf gelandet, ey. So, komm, komm, komm. Da, du bist. Da ist keine Lust mehr zu spielen, seht ihr das? Ich wollte eigentlich TK mit ihm spielen, ne? TK, Pascal. TK? TK! So. Fliege! 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 Und da hast du die restlichen und da musst du wieder zurück und Vorsicht. Wow! Heiß und fertig! Bababui! Wollen jetzt mit der Hasche. Nein, 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 nein! Okay, wir gehen jetzt zur Hanfplantage von unserem grün-weißen, damit der nicht mehr so fliegt. Ne? Ich will einfach mit dir fliegen. Heute Nacht auf Wolke 7! Nein, da war dunkles Echo, egal. Hier mal dabei. Wer ist er denn? Das ist prima. Guck mal, grünes Echo, grünes Echo, grünes Echo. Oh, voll aufgefüllt, Junge. So. Wer ist er denn? Das ist eine Haschischplantage. Vernichten, vernichten, sonst... Ihr wisst, wie er drauf ist, wenn er auf Gras ist, ja? Na, hat man ja gesehen, ne? Würde ich mal so behaupten. Ja, der fliegt. Dafür brauchst du schon grünes Eco, wa? Nein!
Würde ich jetzt mal so behaupten. Alter, nur halb voll oder halb leer? Bin ich Optimist oder Pessimist? Komm, 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 da! Du bist wieder mit Uran aufgefüllt, hier gleich die ganze Plantage da vernichten, weil sonst wächst das Zeug nach. Jeder Kiffer sagt, nein, was wächst du echt nach? Was? Dann wächst du echt nach. Ja, Mann. Oh. Wie hässlich ist das denn? Ja, ne? Ist doch voll. Nicht mehr? Braucht das? Ja? Braucht das Zeug, Mann! So wie Mario seine Pilze braucht, ne? Ja! Mario ist auch immer auf Pilzen. Ja, komm, da können wir ja in unserem anderen Let's Play, was demnächst auch weitergeführt wird. Ne, natürlich. Können wir da wieder drüber sprechen. Über Marios Pilzsucht. Problem mit den Pilzen. Rote und grüne. Schwarze bei denen nicht mehr, weil die schwarzen waren am schönsten. Du nimmst ein und du stirbst. Boah. Ja, bestimmt. Alter, das wächst auch nach wie Unkraut. Hier, guck mal, jetzt. Was ist jetzt los? Oh, jetzt ist da noch ein von den Viechern, ne? So. Und da wächst jetzt eine Blume. Guck mal, Energiezelle ausgekotzt. Oh. Na, Sackratten? Ja. Sackreblö. Sackreblö. Aber nicht nur. Welcher Part ist denn das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 8. Ein Bildschirm wird voll warm, Alter. Siehst du noch was? Haha. Was für eine Art bist du? Du musst am besten diesen hier machen. So. Hier, guck mal, da seht. Alter, da seht ihr jetzt auch diesen. Hier. Da habt ihr jetzt gerade eben. Da war eine Fliege! Oh, jetzt halt mal die Klappe! Ohne Scheiß, ey! Alter! Ernsthaft? Ja, ich wollte dir gerade sagen, dass sie jetzt gerade diesen Communicator da sehen konnten. Was für ein Communicator? Ja, dieses Ding, womit diese Sprechanlage, die Freisprecheinrichtung, ohne das Ding darfst du doch nicht alleine fliegen. Da war eine Fliege. Ja. Schön. Ich hole die gleich die Fliege ins Gesicht. Jetzt hast du ihn aber. Du musst die Kurven enger nehmen und jetzt gleich schon runter. Und jetzt. Ja, ich nehme dich gleich mal enger, ey. Nee, brauchst du nicht. Jetzt Kurve eng nehmen, eng! Er fährt 10 Meter im Umweg. Eng. Ja! Siehst du, was hab ich gesagt? Muss eng nehmen, dann geht das. Pascal, wer hat das hier 80 Mal durchgezockt? Ich. Pascal, wer hat das hier 80 Mal durchgezockt? Wer ist gerade gegen diesen Scheiß? Günther? Nein. Wer fährt die ganze Zeit gegen irgendwelche dummen Kissen, gegen die explodieren? Einfach gefressen, ey. Ohne Scheiß. Wer trifft die Kiste nicht? Ey, hast du das Ding schon mal hast du das Spiel schon mal in 3D gezockt? Das ist bestimmt geil. Mach gut. Ich lerne dich noch nicht. Komm her. Ab ins Loch. Hm. Ey, die feiern da drin bestimmt fett eine Gangbang-Party. Da sind jetzt schon 3 oder 4 von den Viechern drin, ne? In einem klitzekleinen Loch. Das Loch kann nicht groß sein. Nee, eigentlich nicht, ne? Wie viele Picursor-Ops gibt's da denn? Hier gibt's 150. Und wir haben 79, da fehlen ja noch ein paar. Oh. Eigentlich erst fett dran vorbeigerannt am Viech, ne? Und dann anschließend doch rein. So, eigentlich könnten wir jetzt ja die rosa Ringe machen. Ne? Die rosa Ringe? Ja. Ja, ich sehe fliegende Lichter. Eng, eng. Pascal. Nicht gegen die Kiste. Oh, da ist gegen die Kiste. Mann. Nimm den doch enger. Ja. Willst du es machen? Siehst du? Willst du es machen? Siehst du, jetzt hast du... Willst du es machen, Pascal? Nein. Gut. Eng. Ja, ich sorge gleich dafür, dass du eng wirst, ey. Ja, komm. Da kriegst du ihn an. Oh. Den kriegst du nicht auf dem Wasser. Einen ganz einfachen Grund, dass der über dem Wasser schwebt. Und du nicht, oder was? Du fährst durch, ne? Ja, wie durch eine Pfütze. Ich muss mich jetzt echt voll auf das Ü konzentrieren. Scheiße, jetzt habe ich ihn doch aufs Wasser gekillt. Sag doch nicht solche Sachen in unseren Let's Plays. Unsere Let's Plays sind kinderfreundlich. Davon träumst du, wa? Also,
Die folgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht ja. Nein, der dritte Part ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Was, oh. Was haben wir denn nochmal für ein Wort gesagt? Penis oder so, ne? Penis! Ich meine, der dritte Teil, also hier Jack 3. Ah, da geht's schon richtig. Apropos, jetzt wo wir gerade wieder von 3 und gerade eben auch von 3D gesprochen haben, ne? Warum zur Hölle wird heutzutage eigentlich alles in 3D verfilmt? Das weiß ich nicht. Das weil die ist alle doch so wohl echt voll zum Kotzen. Die Schlümpfe kommen raus, 3D. Ne? Transformers 3D. Und womit fing das alles an? Mit Spy Kids. Spy Kids hat den ersten geilen Film auf 3D gebracht und danach haben wir es alles nachgemacht. Ja, ach nee. Das Geilste mit den geilen 3D-Fernsehern bringt überhaupt nichts. Oder hier, wie heißt es noch? Nintendo DS. 3DS ist das, glaube ich. Genau, Nintendo 3DS. Aber das ist eigentlich ganz geil, das Teil. Das habe ich bei meinem Kumpel jetzt, bei meinem Stiefvater. Ja, du machst auch Pokémon und so, ne? Scheiße, ich hatte ein Let's Play Pokémon. Ja, das. Ach so, genau, jetzt so, wir gerade so von alten Let's Plays reden. Mario! Ja, Mario. Ich mach demnächst auch noch. Das ist aber eigentlich Pokémon. Ich mach wahrscheinlich demnächst Let's Play Tony Hawk oder so eine Scheiße. Mal gucken. Kannst du mich jetzt vielleicht mal bitte aussprechen lassen, auch wenn ich längere Denkpausen mache, um meine Wörter zu sortieren, ja? Nur damit ich mich akustisch und grammatisch korrekt gerecht... Scheiße, du hast mich aus dem Konzept gebracht. Nein. Also, ich hatte ja das Pokémon Gelb Spiel oder so als Let's Play laufen. Ich, Idiot, hab vergessen, das zu speichern. Und ich habe es jetzt auch von meinem Kanal gelöscht und ich habe jetzt gerade wieder eine Energiezelle gekriegt. Yay! Und wir sollten langsam mal den Part beenden. Ja, weil wir schon bei 12 Minuten sind, aber so. Nur weil wir schon wieder so am Labern sind. Gut, wir sind jetzt da, dies Communicator-Dingens da labert. Ja. Und wir haben 26 Energiezellen, wir haben 26... 26... 27! Nein, Charlie! Okay, wir haben 27%. So, tschüss, bis zum nächsten Part. Ich bin deprimiert, tschüss.